Die eine These ist, das Öl, dessen Verbrennung die Europäer verbieten, wird zu fallenden Preisen an andere Länder der Welt geliefert, wo es stattdessen verbrannt wird. Also wir haben für den CO2-Ausstoß der Welt überhaupt keinen Vorteil aus den Verbrennerverboten. Und jetzt kommt's noch doller. Für die Erzeugung des Stroms, die die als Ersatz verwendeten Elektromotoren und Wärmepumpen benötigen, wird auch Braunkohle verbrannt, die sonst in Europa hätte versiegelt werden können. Wir haben überhaupt keinen CO2-Ausstoß reduziert für die Welt durch die Verbrennerverbote. Im Gegenteil, wir gehen jetzt auf Elektroenergie und werden auch Braunkohlekraftwerke verwenden, die Kohlenstoff in die Luft pusten, der sonst nicht in der Atmosphäre gewesen wäre, sodass also das Ergebnis negativ ist.